Der Weg für Ampel-Koalitionsgespräche ist frei. Nach SPD und Grünen stimmt auch die FDP für die Aufnahme von Verhandlungen. Das Votum in Bundesvorstand und Bundestagsfraktion fällt einstimmig aus. Parteichef Christian Lindner dämpft jedoch die Erwartungen. Es ist auch keine Überraschung, dass es unverändert große inhaltliche Unterschiede gibt. Man darf sich keiner Illusion hingeben, dass es bei deutlichen Bewertungsunterschieden auch in der Zukunft bleiben wird. Daher müssten in den anstehenden Verhandlungen alle Seiten Bereitschaft zu neuem Denken zeigen, sagt FDP-Chef Lindner. Wir begeben uns nun auf den Weg, Verantwortung für Deutschland mit zu übernehmen. Am Sonntag hatte ein Länderrat der Grünen für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt. Bereits am Freitag sprach sich der SPD-Vorstand dafür aus. Die Koalitionsverhandlungen könnten nun bereits in der zweiten Wochenhälfte starten.